Wir befinden uns nun in Münster-Mecklenbeck. Hier treffen wir heute Professor Dr. Dr. Hörmann und Professor Dr. Yolanda Bertolaso. Von ihnen möchte ich etwas über Musik- und Tanztherapie erfahren. Das ist das Akademiegebäude des Berufsverbands für künstlerische Therapien. Und künstlerische Therapien, darunter versteht man hauptsächlich natürlich Musik, Tanz und Kunsttherapie. Und das bieten wir an mit Schwerpunkt Musik- und Tanztherapie. Und die Musiktherapie ist natürlich dadurch, dass sie wieder Tanz mit der Zeit zu tun hat, verwandt mit dem Tanz. Tanz ohne Musik, wer macht das schon? Klingt logisch, aber was ist Musik- und Tanztherapie denn eigentlich genau? Unser Ansatz hier geht von der Musikpsychologie aus. Das Musikpsychologie ist die Lehre von der Wirkung von Musik. Und das ist ein naturwissenschaftlicher Ansatz, wo wir genau erklären und diagnostizieren können, was wir tun. Eine Musiktherapie ist das, was wir darunter verstehen, ist, die Menschen zu ihrem eigenen persönlichen Selbst zu bringen durch ihr eigenes persönliches Klangprodukt, künstlerisches Klangprodukt. Mit was für Problemen kommen die Menschen zu Ihnen? Ja, die meisten kommen mit Depressionen, schwersten. Das ist die Krankheit unserer Zeit. Burnout kommt auch bei Jugendlichen, ADHS, gell? Und dann noch spezielle. Aber das sind so die hauptsächlichen Probleme. Und wie gestaltet sich so eine Therapie? Was für Mittel oder Methoden werden angewendet? Ja, zuerst müssen wir feststellen, ob die Musiktherapie für die Person überhaupt geeignet ist. Und da gibt es ganz einfache Technik, nämlich das Wichtigste in der Musik ist die Zeit, und die strukturierte Zeit ist die Trommel, ist der Puls, so wie sein eigener Puls er wahrnimmt und dann mitzählt. Ich verrate meinen Puls. Aber so gehen wir zunächst mal ran, und der wird gespielt auf diesen Kongas, auf diesen Trommeln, und dann sehen wir, ist er rhythmisch, ist er unrhythmisch. Das ist das eine. Dann hören wir Musik und dann fragen wir, können Sie den Puls schlagen? Hauptsächlich versteht man das Tun, das Improvisieren mit irgendwelchen Instrumenten, in denen die Leute gar nicht ausgebildet sind. Die wenigsten Patienten haben eine Ahnung, wie man so ein Instrument spielt. Und da kommen sie, und das ist eigentlich ein bisschen verrückt, sie kommen in die Musiktherapie, wo sie wissen, dass da musiziert wird, und spielen überhaupt kein Instrument. Und das ist die Aufgabe, sofort die Leute zum Musizieren zu bringen und nicht zum Klimpern. Und da muss man ihnen eben erstmal ein bisschen Rhythmik beibringen, wie die Instrumente funktionieren, vielleicht auch melodisch ein bisschen was an die Hand geben, dass sie überhaupt erstmal arbeitsfähig sind. Denn nur auf den Instrumenten wie auf den Trommeln rumschlagen, das ist Krach und keine Musik. Und das bringt auch nichts. Weil das ist ja nicht nur ein Arbeiten mit etwas, es ist ja auch nur Kunst. Und Kunst macht Freude und soll auch Licht in die Seelen der Menschen bringen. Und soll sie wieder zu dem bringen, was sie eigentlich sind, zu ihrem eigentlichen Wesen. Die Psychologie früher hatte ja das Problem, dass sie, das heißt nicht früher, sondern die aktuelle Psychologie, die sich jetzt schon ein bisschen bessert, dass sie den Menschen immer nur wieder zu einem geräuschlos funktionierenden Rädchen im Getriebe der Gesellschaft machen will. Es geht da gar nicht so viel um den Einzelnen, sondern nur dazu, dass er wieder in der Spur läuft, auf Deutsch gesagt. Und wir möchten halt, dass er individuell zu sich selber kommt, weil nur wenn sie bei sich selbst sind, dann können sie auch glücklich sein und wirkliche Freude empfinden. Alles andere ist nur Betäubung.